Servus zusammen und willkommen zurück zu einer neuen Folge LS22 bei mir hier auf dem Kanal. So, wir haben in der letzten Folge ja diesen wunderschönen Waldtrag gekauft. Das war ein richtig schöner Schnapper und da passten auch der Hauer Frontlader dazu. Und jetzt wollte ich mal hier ein bisschen testen, ob das auch alles sauber funktioniert. Bin mir jetzt gar nicht sicher, sieht es gut aus? Passt das? Ja, das passt schon, oder? Damit können wir arbeiten. So, weil wir werden unsere Hühner mal schnell füttern. Wir sind ja mittlerweile im Mai. Und unsere Hühner brauchen ein bisschen Futter und Gerste haben wir noch im Silo. Das können wir dann hier einfach mit dem Frontlader machen. So, ein bisschen drunter, drunter, drunter. Passt. So, Gerste auffüllen. Und dann kriegen unsere Hühner ein bisschen Futter. Die Kühe sind soweit, glaube ich, gut versorgt. Die können noch ein bisschen aushalten. So, jetzt müssen wir wieder aufpassen, weil das Gras hier hat ja, man sieht's, da fahren wir jetzt wieder ein bisschen. Naja gut, was soll's, sind ja nur diese paar Zentimeter. Da fahren wir nämlich jetzt ein bisschen Spuren rein. So, das war's auch schon. Das war's auch schon. So viel brauchen die ja gar nicht. Jupp. So, da fällt mir aber auch gerade ein, wir haben ja noch ein Tierchen zu füttern. Ja, wo ist denn der Charlie? Der Charlie kommt bestimmt gleich, wenn er hier futtert. Wo ist er denn? Wo ist er denn? Charlie? Charlie? Na, da hinten sind wieder die Rehe. Wo ist Charlie? Wo ist Bele? Ah, da ist er ja, da ist er ja. Ja, bist braver. Ja, ja, aber so richtig, ja, okay. Ja. Gut, der Motor läuft. Wir haben hier zu tun. Das Ganze kippen wir jetzt wieder in das Silo. Und dann schauen wir mal, was wir noch diesen Monat machen können, weil ich bin ehrlich, ich glaube, so viel wird es gar nicht sein. Aber auf jeden Fall freut es mich, dass es hier mit diesem Trecker funktioniert. Hier der Frontlader, dass das alles klappt. So, Motor aus. Ich habe mal geguckt. Also, wie gesagt, die Kühe geht soweit gut. Da müssen wir nichts nachwerfen. Milch haben wir 17.000. Stroh reicht auch noch. Aber so viel ich weiß, ich glaube, ist es nicht der Milchmonat. Das ist es nicht. Nee, September, Januar, da sind wir weit davon entfernt. Also brauchen wir gar keine Milch verkaufen. Wie sieht es eigentlich mit den anderen Produkten aus? Was haben wir denn noch? Die Sojabohnen. Nicht, dass ich da aus Versehen was verpeile oder verpenne. Ja, 1700, Juli, ja, 2200, nee, 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 also Sojabohnen haben wir auch noch und ansonsten haben wir hier nur noch Gerste im Silo. Ich wollte hier nochmal bei den Kühen gucken, nee, also wie gesagt, da ist alles okay, alles im grünen Bereich und die Hühner sind jetzt auch versorgt, auch wunderbar. Dann schauen wir mal hier bei den Aufträgen, hier gibt es einmal Spritzen und entferne das Unkraut mit der Spritze auf Feld 24. So, hier können wir auch Unkraut entfernen mit dem Striegel auf Feld 25. 24, 25. So, wo sind denn die beiden? Natürlich auf der anderen Seite vom Tal. 24, 25. Freunde, wir machen Folgendes. Wir haben ja, wenn ich richtig weiß, machen wir mal schnell Lugi-Lugi. Da können wir auch hier durch das Tor, durch die Tür. So, hier ist unsere Spritze und da haben wir noch Herbizid drin. Da nehmen wir nämlich unseren neuen schönen Waldrad, den wir übrigens jetzt repariert haben. Und auch den Rest des Fuhrparks hier, den haben wir jetzt ein bisschen ordentlich gemacht. Der Lamborghini haben wir auch jetzt repariert und alles. Luft. Harnstofflösung. Diesel. Diesel verstehe ich. Synthetischer Harnstoff. Ach so, ja klar. na. AdBlue, ne? AdBlue. Aber Luft. 1831 Liter. Kann man das irgendwie. Ist der Reifen oder was? 1100. Aha. 1000. Aha, okay. Gut, sei es drum. 87 AdBlue. Aha. Zeigt er das auch an? Nee, da zeigt es nicht an. Okay, gut. Was zeigt er hier an? Er hat keine Luft im Reifen? Doch, Luft. Okay, 65. Okay, 45. Okay, also der Plan ist folgendes. Wir nehmen den hier, unseren neuen schönen Valtra. Und mit dem werden wir dann jetzt die Spritze holen. Und dann werden wir noch mit einem zweiten direkt nebendran arbeiten. Das finde ich jetzt gar nicht mal so ungeschickt. So, also, wo sind die Aufträge?
25, da werden wir uns das maschinische Ausleihe. Ja, da kommen noch knapp 500 Euro, ein bisschen Helfer und so weiter. Aber ein bisschen bleibt auf jeden Fall hängen. So, und Geräte ausleihen. Und 24, das werden wir selber machen. 2175, wir haben ja noch genügend Herbizid. Und wir haben ja sogar noch beim Shop haben wir sogar noch, glaube ich, einen Kanister stehen. Da könnte man nämlich, wenn der leer ist, dort auffüllen. Den Vertrag akzeptieren wir. Sehr gut, dann springen wir mal hierher. So, weil das Ding hier hat noch 200 Liter. So, Motor ist an. Gewicht, gibt es ein Gewicht? Gewicht brauchen wir nicht. Okay. So, was ist denn das für ein Teil? Auch wieder ein Valtra. Also das ist sehr Valtra-lastig hier, habe ich so das Gefühl, die Map. Naja, auch nicht schlecht. Ich finde Valtra eigentlich eine sehr, sehr schöne und spannende Marke. So, und der hat aber auch wieder so ein Spezial. Ah ja, okay, alles klar. Gut. So, jetzt muss ich erst nochmal überlegen. Die Felder. Sekunde, lass uns bitte nochmal schauen. Weil das Schöne ist ja immer an diesen Aufträgen, dass man hier auch ein bisschen die Gegend kennenlernt. Genau, und da müssen wir nämlich hier diese Straße hochfahren, über die Straße hier rüber, über die Brücke. Und dann kommen wir hier am besten zu den Feldern. Wir könnten natürlich auch hier außen rumfahren, aber das ist ja ewig. Also alles klar, los geht's. Oh ja, wie er schön durchschaltet. Tada. So, jetzt hier wieder nicht hängen bleiben am Zaun. Da bleiben wir nämlich immer schön hängen meistens. Ups, kommt da was? Nein. Okay, von links kommt auch nichts. Dann gib Gummi. So, save the date. Steht auf dem Schild. Ja, das finde ich, wie gesagt, auch ganz spannend. Cool gelöst hier. Dann ist es nicht ganz so trivial mit den Fahrwegen. Finde ich gut. Da müssen wir da vorne links und dann eben über die Brücke. Ich glaube, da vorne links, da geht es dann auch zur Zuckerfabrik. Kann das sein? Weiß es jemand? So, hier müssen wir jetzt links. Und steht da irgendwo ein Schild? Weiß es gar nicht mehr. Ich glaube, das da hinten ist die Zuckerfabrik. Aber ich kann mich auch irren. Gut, wir werden gleich mal auf die Karte schauen. Auf jeden Fall geht es jetzt hier über die Brücke. So, 8 Tonnen. Das werden wir ja hoffentlich nicht haben. Und jetzt muss ich nochmal schauen. Das Feld müssen wir, glaube ich, spritzen und das andere Feld war striegeln, oder? Oder war es umgekehrt? So. Mann, Mann, Mann. Hat er wieder nicht aufgepasst. So. Aufträge. So, 25 müssen wir... Genau, mit dem Striegel und 24 war mit der Spritze. So. 25 mit dem Striegel. So, Dille. Striegel. Gut, dann schicken wir hier den Helfer los. Da soll der Helfer für uns ein bisschen Geld verdienen. Oh ja, da sieht man wirklich, wo gestriegelt wurde. Und wir schnappen uns unseren Valtra. Ja, weil es ja fast nur noch Valtra hier sind auf dem Feld. So, aber erstmal hier den Frontanbau. So, Dele. Zack, zack, zack. Dann müssen wir das Gewicht erstmal wieder umhängen. So. Okay. Und dann holen wir uns unsere Spritze. So, 10% sind sogar schon erledigt auf Feld Nummer 25. Der Kollege ist flott. Das gefällt mir gut. So, wo ist sie denn? Da ist sie. Da müssen wir wieder geschickt ranfahren. Noch einmal vorwärts. Ja, das ist hier eine ganz schöne Rangiererei immer hier in dieser Halle. So, 92. Aber das Ding ist wirklich sehr, sehr gut voll.
Jo, dann lasst uns mal zu dem Feld fahren. Und dann beginnen wir hier einen schönen, schönen Auftrag mit der Spritze. So, ich finde es immer so interessant, dieser Überwachungsturm erinnert mich so ein bisschen immer an USA, Kanada, so als Feuerturm, als Feueralarmturm, als Beobachtungsturm. Gibt es sowas eigentlich auch in Deutschland? Ich bin da gerade ein bisschen überfragt. Also, um natürlich frühzeitig zu erkennen, ob irgendwo ein Waldbrand ausbricht, haben wir da auch solche Türme? Oder wie wird das gemacht? Weiß das jemand? Wenn das jemand weiß, würde ich mich mal freuen, vielleicht in die Kommentare zu schreiben. Weil ich muss ehrlich sagen, wenn ich so durch die Wälder streife und ich komme ja aus dem Schwarzwald, kann ich mich jetzt nicht erinnern, dass ich da solche Türme gesehen habe. Aber wie gesagt, ich kann mich da auch gerne irren. Oder ich kann mich da auch irren. Augenblick. Ich wollte da mal gucken, was steht denn hier? Zur alten Brennerei. Zur alten Brennerei. Zack. Was? Doch, Zuckerfabrik. Okay. Genau, also wenn ihr das wisst oder beziehungsweise wenn ihr mir da eine Info geben könnt, schreibt es bitte mal in die Kommentare. Würde mich interessieren, ob wir solche Türme haben oder wie das bei uns eigentlich funktioniert. Ja, wie da die Vorsorge ist, Waldbrände rechtzeitig zu erkennen. Wie gesagt, fände ich jetzt mal ganz interessant, ganz spannend. Ich finde es jetzt erstmal spannend, hier das Gerätchen auszupacken, auszufahren. Achso, Pflegebereifung brauchen wir da nicht, oder? Nein, nein. So. Gut, dann schmeißen wir, dann schmeißen wir das Teil mal an. Und da sind sie wieder, unsere Kollegen Rehe. So. Ups. Ja, die Zuckerfabrik zur Brennerei. Naja, okay. Jo, so, wo ist der Kollege? Da drüben ist der Kollege. Sehr gut, sehr gut. Dann ist ja ein bisschen Action auf den Feldern. Das finde ich sehr schön. Ja, 1598. Ich glaube, was hatten wir vorhin geguckt? 200 war noch in diesem Container, in diesem Fass. Und so. Ja, dann können wir das später auffüllen, dann ist es auch weg. Ja, Spot Spraying, das finde ich gut. Das gefällt mir sehr gut. Dann spritzt er eben nur an den Stellen, wo er tatsächlich auch Unkraut sieht. Ja, wie gesagt, da habe ich mich echt gefreut in der letzten Folge, als wir den hier gefunden haben im Gebrauchtwaren, im Gebrauchtwagen-Waren-Shop. Und da würde ich den jetzt hier einfach mal als mit dem Helfer losschicken, weil wir können dann noch mal gucken. Ich habe nämlich noch gar nicht geguckt, was es denn für dieses Jahr gibt. Oh, der Honey Bee Airflex. Lass mich mal kurz gucken. Ist das so einer, der sich bewegt? Querförderschnecke? Was? Wind System? Höhenkontrolle? Okay. Weil das wollten wir nämlich ja auch mal machen, dass wir gucken, dass wir hier ein Schneidwerk finden mit entsprechender Neigetechnik. Wäre das sowas? Das könnt ihr mir vielleicht auch mal kurz in die Kommentare schreiben. Ich hoffe, dass wir... Ja, der hat hier zwei, das ist geteilt. Okay, die Schnecke. Wo ist die Schnecke? Ach, die Schnecke ist innen drin, gell? Ja, ja, okay, Förderband oder Schnecke. So, oh, was ist auch das? Einzelfluss? Dualflow? Was ist denn das für ein tolles Teil? Jö, Höhenkontrolle? Das werden bestimmt irgendwelche Sensoren oder sowas sein, oder? Ja, das sieht man es jetzt nicht. Okay, also das muss ich mir nochmal genau anschauen. Airflex 236, ob das dieses Teil ist, was eben auch mit so einer Neigetechnik ausgestattet ist. Das wäre ja interessant, müsste man aber relativ schnell zugreifen.
So, was haben wir denn hier? Das ist eine Wiesenwalze. Brauchen wir das? Striegel für die Ertragssteigerung von Wiesen. Das müsste man sich mal überlegen. Was hat das für eine Arbeitsbreite? 3 Meter ist jetzt nicht der Burner. Kommt da noch was? Nein, das ist eine Sämaschine. Ich glaube, die brauchen wir nicht mit 4 Metern. Da haben wir was Adäquates. Aber das hier, das muss ich mir ein bisschen im Auge behalten. Das muss ich mir nochmal ansehen. Das könnte wirklich interessant werden. Okay, so, wie weit sind denn unsere Kollegen hier? Wir schauen mal in die Auftragsliste. So, er ist 78, er ist 61. Ja. Sehr schön. Sehr schön. So, er nimmt nochmal hier die Kurve und fährt nochmal übers Feld. So, das müssen wir jetzt gleich da unten doch sehen. Sehen wir das hier auf der Minikarte? Nein, das sehen wir nicht. Das werden wir hier sehen. So, Unkraut. Okay, ja klar, da oben lässt er erstmal ein bisschen stehen, aber ich denke, das ist nicht relevant. Sie fährt hier noch rum. Gut, da haben wir noch ein bisschen, aber er hier müsste jetzt gleich fertig sein. 88%. Das können wir dann jetzt auch noch selber machen. So, ich übernehme. Cobra, übernehmen Sie. So, wie weit sind wir? Abgeschlossen. Feld 24. Zap, zap, zap. Heidenei. Ja, das sind wir, das passt. Bingo, Feld 24 ist abgeschlossen. Dann machen wir hier Cash, 2175, packen wieder unsere Spritze ein. 1320, 73%, dann fahren wir mal schnell rüber zum Händler unseres Vertrauens und werden das Teil hier aufladen, während der Kollege Sie hier noch weiterfährt und Geld für uns verdient. Bum, bum, bum. So, und dann fahren wir hier rechts wieder über die Brücke. So, hier unten hat es die Straße. Sehr schön. Also ich wiederhole mich ja hier in dem Fall sehr, sehr gerne. Finde ich ganz toll. Mir gefällt die Map richtig gut. Die hat Atmosphäre, hat hier diese schönen kleinen Gimmicks, dass man hier dann eben über die Brücke fahren muss, um zu den Feldern zu kommen. Und das ist eine feine Geschichte. Ja, ich sag mal, der KI-Verkehr, der ist manchmal ganz schön wild, gebe ich zu. Aber das ist nun mal so, muss man halt ein bisschen aufpassen und muss halt mit den Verrücktheiten der Kollegen hier immer rechnen. So, da vorne geht's links. Save the date, 1.2. Augenblick. Lass mich mal kurz schauen. Deutz Fahrarena in Lauingen. Ja, die FarmCon 23. Also, Jungs und Mädels, nicht vergessen. Ne? Oh, hinter mir wird gehupt. Alles klar. Sorry, sorry. Ja, ich fahre ja schon, ich fahre ja schon. So, da geht's rein. Dann haben wir nämlich auch wieder ein bisschen aufgeräumt hier. Wenn wir das hier wegkriegen. Schwupp, sehr schön. Ja, weil auf dem Hof haben wir ja auch noch einige ja, Saatgut und Düngemittel, glaube ich. So, oh, da müssen wir uns beeilen. Der Kollege kommt hier runtergepäst. So. Dann fahren wir mal rechts rum, Freunde. Yep. Dann fahren wir mal hier rechts rum. Und da vorne muss man immer ein bisschen aufpassen mit der Kreuzung. Denn wie ich gerade schon sagte, also die Jungs sind da ganz wild beim Abbiegen. So, kommt da was? Nein, da kommt nichts.
Dann können wir hier durchfahren. So, kam in der Zwischenzeit eine Meldung, ob unser Helfer fertig ist. Habe ich gar nicht aufgepasst. So, bei bestem Wetter im Mai fahren wir hier auf Neu-Mini-Brunnen zu unserem Hof. So, dann bringen wir den erstmal zurück ins Nest. Okay. So, die stellen wir erstmal hier hin. Motor aus. Wir springen zu unserer Kollegin hier. Die müsste doch eigentlich schon durch sein, oder? 99%. Sehr gut. Und ist abgeschlossen. Wunderbar. Na, na. So, jetzt. Einladen, einpacken. Sehr schön. Okay. So. Dann werden wir hier auch diesen Vertrag abschließen. Und haben wieder schön 392. Also ich denke, da haben wir die Kosten für die Reparatur der Geräte und so weiter wieder reingeholt. Und mit diesem schönen Blick hier ins Tal hinein darf ich mich wieder mal recht herzlich bei euch bedanken für eure Aufmerksamkeit. Aber ich bedanke mich auch natürlich wie immer sehr, sehr gerne für eure Kommentare, eure Likes und natürlich auch für die neuen Abonnenten hier auf dem Kanal. Ich bedanke mich, wünsche euch noch ein schönes Farmen und sage wie immer Tschüss, ciao, cheerio, bis zum nächsten Mal.